Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, beim letzten Mal haben wir den Irrgarten fertig gemacht. Na gut, das ist schon ein paar Folgen her. Mammut, Amigalink und Ultron waren dabei. Vielen Dank nochmal an euch drei, dass das jetzt fertig ist. Ah, sehr schön. Mit den Leuten, mit denen es begonnen hat, so soll es auch enden. Aber die Aufnahme ist jetzt eben beendet. Wir haben ja 2 Stunden aufgenommen, 8 Folgen insgesamt. Und danach noch ein kleines Feld angelegt. Das war sehr gut mit diesen Kuh-Essenzen. Und jetzt kann ich da auch Leder bauen. Das ist auch sehr schön. War noch irgendwas Wesentliches? Glaube ich nicht. Ist aber auch egal. Ich habe hier nachher noch ein bisschen Sachen aufgeräumt. Und ich habe auch hier die Liste aktualisiert. Ein bisschen umgebaut, ein bisschen besser gemacht. Eben hier zum Beispiel hier. Reaktor ist natürlich noch da. Da will ich jetzt auch gerne wieder hin. So, das war, glaube ich, jetzt genug der Ansage. Sachen liegen noch für den Dingsbums da, für den Reaktor oder für den Eingang erstmal. Ja? Den Reaktor mache ich ja erstmal noch nicht. Ich weiß, ich meine, da wäre noch irgendwas gewesen, was ich machen wollte, was ich sagen wollte oder so, aber ich wüsste jetzt gerade nicht was. Ich hatte ja noch die Idee. Ja, genau, wegen Ledermangel, den ich ja mit Zombiefleisch beheben kann, nach Oberklein-Wieselberg zu gehen, in die... Da ist ja ein Zombiespawner, aber dadurch, dass ich jetzt das Feld habe, brauche ich das ja nicht mehr. Ich war übrigens vorhin kurz da, aber ja, okay, also ich brauche es aber einfach nicht. Da fällt mir gerade was ein, dieses Schwert hier, dieses blaue da. Ah ja, das geht mit der Zeit tatsächlich auch kaputt. Dauert aber ganz schön lange. Okay, gut. Ja, dann also los zum Reaktor, beziehungsweise zum Eingang erstmal. Wir haben gerade Mittag. Da habe ich Sachen. Ja, ich wollte jetzt den Eingang fertig bauen. Ah, das habe ich da noch hingebaut. Ja, richtig, genau. Habe ich dann Glattstein da? Brauche ich nämlich auch. Ja, habe ich auch. Nehmen wir das hier mit. So. Das da. Nee, vorher. Eine Wartungstür machen, das macht ja keinen Sinn. Dann kann man ja die Sperre umgehen. Okay. Das muss ich mal wieder weg. Jetzt ist es dunkel. Das will ich eigentlich auch nicht. So. Ja, okay. Der Stein kann auch mal weg hier. Ach, da hinten liegt er. Ja, jetzt muss ich mal schauen, wie das nochmal war. Hier, so. Wenn ich jetzt hier... Dann kann ich das aber auch gleich so machen. Ich brauche erstmal mehr Platz. Ich kann das ja... Moment mal, wozu habe ich denn meine tolle Spitzhacke hier? Na ja, gut. Ich muss die jetzt nicht ständig benutzen. Wenn ich sie jetzt nicht unbedingt brauche. So, also hier nochmal ausprobieren. Ich wollte gerne Rotstein haben. So, ob denn jetzt nämlich beide funktionieren, wenn ich da drauf drücke. Ja, sie funktionieren beide. Sehr gut. Das habe ich erwartet und erhofft. Das ist doch sehr gut. Dann kann ich jetzt dafür sorgen. Ich muss ja hier dann irgendwo einen Hebel hinmachen. Ja, ich mache außen einen Hebel hin und innen. Dann könnte... Habe ich den Hebel mit? Nee, ich habe nur Knöpfe mit. Okay, dann hatte ich beim letzten Mal noch vor... Knöpfe hinzumachen. Das will ich jetzt anders machen. Ja gut, dann einfach mal schnell ins Lager. Und Hebel einsammeln. Einfach 2 Stück. Ich kann ja ruhig mal ein paar mehr mitnehmen. Nee, hier nicht da. So, achso. Teleportieren. Oh, Moment mal, wenn ich schon gerade hier bin. Ich meine, ich hätte noch was in den Ofen geschmissen. Das sollte jetzt durch sein. Ja, genau. Da ist noch ein bisschen Leder. Weil ich nämlich ein bisschen Zombiefleisch noch irgendwo her gefunden habe. Ach, hier. Ich weiß gerade nicht mehr, woher. Aber Bücherregale haben wir ja jetzt gerade mal erst genug. Und deswegen kann ich einfach wieder beruhigt... Wieso steht der Irrgarten da oben? Das wollte ich doch gar nicht. Der sollte doch eigentlich da jetzt unten im Alphabet sein. Der Reaktor, ja, fällt das Atelier ja auch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, da muss ich nochmal die Funktion drüber laufen lassen, beziehungsweise die Funktion selbst nochmal anschauen. Das sollte eigentlich jetzt nicht mehr sein. Habe ich ja vorhin noch gesagt, dass ich da was geändert habe. Okay, dann hat das wohl irgendwie doch nicht so geklappt. Ich muss mal ein Stück nach da vorne
arbeiten. Warte, Moment mal, wo will ich denn den Hebel hinmachen? Da außen? Nö. Ah, Moment, ich hätte da eine Idee. Doch, doch, doch. Vielleicht machen wir das so hin. So und so. Das weg. Und dann kommt der Hebel. Da brauche ich ja nur einen. Och, ich mach den mal dahin. Wir müssen das ja sowieso auf beiden Seiten. Ja, auf beiden Seiten machen. Dann mal hier die Fackel hin. So, jetzt haben wir hier den Hebel. Dann werde ich jetzt mal hier weitermachen. Nein, dahin. So. Wird das eben ein bisschen rumprobieren. Ich habe das schon mal ausprobiert, aber ja, ist schon eine ganze Weile wieder her. Okay, so, dann jetzt mal hier und hier und dann kann ich mich da nach vorne bauen. Da muss auch weg. Der Hebel ist ja jetzt gleich hier um die Ecke. Ach, der ist da dran. Ja, doch, das müsste so gehen. So, ich brauche da mal ein bisschen Platz. So, da dran müsste jetzt der Hebel noch sein, oder? Oder, also nee, der ist ja noch da. Ah, okay. So, wenn ich jetzt hier den Hebel hinmache, dann, das muss ja dann, das Signal muss von hier kommen. Da muss da noch ein Stein hin. Jetzt brauche ich aber Rotstein. So, also, da, das muss ja dann in so einer Kurve sein, weil das geradeaus dran kommen muss. Also komisch. Jetzt müsste das zugehen. Ja, richtig. Und es bleibt auch natürlich zu. Jetzt wieder auf. Ja, richtig. So ist das gut. Und jetzt müsste ich irgendwie. Das könnte ich ja doch eigentlich hier machen. Da oben rüberkommen, dann ist das ja noch außerhalb. Nee, das will ich lieber innen machen. Ich habe ja hier Platz. Ich kann das ja einfach so machen. So. Da eins höher und dann muss da schon wieder was weg. Ich mache hier mal auch ein bisschen mehr Platz. Ja, das sollte eigentlich. Ach so, nee, Moment. Da muss ja noch eins höher. Kann ich ja alles wieder hinbauen hier. Und so, okay. Das passt hier so. Ja, dass das Signal jetzt eben darüber kommt. Ist nur die Frage, wo das denn jetzt. Ah ja, hier. Das ist hier neben, daneben. Und dann kommt das von hier wieder runter. Da das ja hier auch wieder so gerade hin muss. Oh, da kann ich ganz zumachen hier. Und da ja auch. Und auch hier. Ja, da muss es runterkommen. Okay, also mal das hier weg, das hier weg. Das hier weg, das hier weg. Das da muss ja noch bleiben. Ja, genau, richtig, so. Dafür reicht es jetzt nicht mehr. So, ich probiere es mal aus. Ja, okay, für den oberen reicht es zwar auch nicht mehr irgendwie so. Ja, da muss ich da eben einen Verstärker einsetzen. Das ist ja kein Problem. Den mache ich dann am besten hier unten hin. Wenn das denn geht, so auf diese, auf dieser Fläche hier. Ja, oder ich baue ihn da oben hin. Verstärker, okay. Moment, falsche Taste. So, zurück ins Lager. Mal schauen, ob wir da sowas haben. Wenn nicht, muss ich mir eben was bauen. So, halt Rotstein. Ah, da ist nur Rotstein drin. Hm, okay. Lederzeug auch nicht. Technikzeug. Hier, das da. Verstärker. Genau, da haben wir Verstärker. Ich kann die einfach mal alle mitnehmen. Schadet ja nicht. Und hier ein bisschen Ordnung machen. Wie sieht denn das aus hier? Da. Oh, es ist Nacht. Ja, dann lege ich mich mal lieber hin. Wenn ich die Tür mal zumachen kann, ist ja gut. Dann kann ich drin bleiben. Jetzt steht der dann auch so da. Naja gut, wir werden das schon wieder hinkriegen. Verstärker. Okay, den baue ich jetzt mal dahin.
Ah, es ist ja gerade verkehrt rum. Ah, ob, ja, ich kann das ja einfach mal so hier einfach mal Loch nach oben machen. So, dann also hier und von der Seite aus hin. Nee, so. Das soll jetzt funktionieren? Aha. Ja, es funktioniert, aber nicht ganz so, wie ich das will. Ich wollte eigentlich, dass es gleichzeitig geht, aber andererseits, ach Gott, warum nicht? Kann ruhig so bleiben. Hier will ich es noch ein bisschen geräumiger machen. Oder oben kann ich wieder zu. Obwohl das eigentlich... Nö, wenn ich da dran muss, dann kann das ruhig so offen bleiben. Ich habe ja hier Platz genug. So, da hinten kann aber komplett zu, weil ich da ja sonst nicht hin muss. Ja, genau. So, das muss ja nicht viel Platz sein. Einfach nur, dass man hierhin kommt zum Warten. Ja, aber dann... Nee, das geht auch nicht. Das ist zu viel. Nee, komm, das sieht doof aus hier. So. Dann setze ich mal noch eine Fackel dahin. Machen wir mal dahin. Ach, da ist sowieso noch eine, ja. Ja, die... Das ist eigentlich ganz gut. Setze ich da innen hin. So. Jetzt dürfte es hier wesentlich heller sein. Was sagt denn hier das Dings hier? 10, ja, wunderbar. Das ist gut hier. So, dann kriegen wir hier auch keinen unliebsamen Besuch. Dann kann ich hier eine Tür machen. Ich mache das mal eben wieder weg. Und hier geht es dann weiter nach hinten. So. Ein bisschen, das deute ich jetzt erstmal nur so an. Ach so, Moment, ich muss ja innen auch noch einen Hebel machen, denn ich will ja hier vorne, also Standardeinstellung ist ja hier, dass natürlich, dass die Tür zu... Ich will jetzt nicht immer auf das Bett springen. Das nervt. Ach, und jetzt weiß ich, wo das Bett ist. Ah, richtig. Ja, ich habe das Bett hier drin vermisst und wusste nicht mehr, wo es hin ist. Aber ja, jetzt weiß ich es wieder. So. Ach ja, richtig. Und jetzt muss hier noch einen Hebel hin, wo man das wieder zumachen kann. Das heißt, er kann ja ruhig auf der anderen Seite dann sein. Zum Beispiel hier, neben der Tür. Oder... Ja, das sieht ein bisschen doof aus dann, ne? Ich versuche das mal so. Da. Und jetzt machen wir da einen Hebel hinein. So. Ja, genau. Der ist jetzt natürlich noch nicht angeschlossen, aber das kommt ja noch. Das machen wir hier oben. Oder vielmehr dann da oben. Ja, ich brauche mal eben Bauerde oder sonst irgendwas. Hier, das da. Wo haben wir jetzt den Hebel? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Also mal zu... Oh, wieder zugemaut hier. Da ist der Hebel. Hinter dem Hebel... Oder ich setze ihn da an die Wand dran, dann sollte es möglich sein, dass ich da oben schon... Ach, guck mal. Da sind wir ja schon. Dass ich hier... Da rutscht dann hin. Ah, dann ist aber das da so. Okay, dann... Das nutzt aber auch nichts, wenn ich das so mache. ja, dann haben wir das wieder so. Wie mache ich das denn? So, da muss ich dann noch ein Stück in diese Richtung gehen. Das jetzt wohl funktioniert? Nö. Wenn ich aber den Hebel an die Wand setze, ob das dann funktioniert? Auch nicht. Ja, oder ich muss ihn einfach da hinsetzen. Das sollte funktionieren. Aber nur für diese eine Seite. Okay, dann ist er wohl doch zu weit weg.
Nee, da macht es auch nichts. Also, wo mache ich die Hebel hin? Mach die mal wieder weg hier. Also, das funktioniert noch hier. Ja, wunderbar. Ich könnte ihn da hinsetzen. Ja, wie wäre es denn? Moment mal. Ich brauche nochmal hier Glattstein. Und das kann man weg hier. So. Ja, nicht essen, Glattsteine. Da muss auch die Fackel weg. So, aber ich brauche dann hier eine Tür. Ein bisschen weiter versetzt. Ah, jetzt habe ich die Fackel angesammelt, aber kein Problem. So, ich mache das alles auch schön und sauber und ordentlich. Aber jetzt erstmal so, dass es prinzipiell funktioniert. Jetzt geht das auch noch da oben hin. Das sollte dann natürlich wiederum nicht sein. Aber dann komme ich ja wieder so weit weg.